Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast und heute geht es um Sex, also dranbleiben. Schon wieder Sex, muss das wirklich sein? Ist es schon wieder soweit? Das kannst du dir hoffentlich gar nicht vorstellen und ich hoffe, du hast das erfüllendste Sexualleben und ein befriedigendes Sexualleben, so wie du es dir vorstellst. Leider ist es in der Erfahrung bei mir in der Praxis ganz anders, dass viele Leute eigentlich in der Sexualität, die Sexualität gar nicht so leben oder irrsinnig blockiert sind in der Sexualität oder auch die Sexualität teilweise aus der Partnerschaft völlig ausgelagert haben. Was schade ist, weil Sexualität ja ein wesentlicher Teil der Beziehung ist und alleine, wenn man viel Sex miteinander hat, werden Beziehungshormone ausgeschüttet und da lösen sich Streits oft ganz von selber, nämlich auf biologischem Weg. Also eigentlich ist Sex auch ein guter Therapeut. Aber das jetzt nur am Rande. Wieso entsteht sexuelle Unlust? Um das geht's eigentlich heute. Also wieso hast du nicht immer gleich Lust auf Sex oder warum hast du eher sexuelle Unlust? Und nehmen wir mal an, dass mit dem Partner alles passt. Das wäre blöd. Also wenn man sagt, nee, ich habe sexuelle Unlust, aber nur auf den Partner bezogen, dann hast du ja grundsätzlich Lust, nur halt nicht auf deinen Partner. Das heißt, dann ist sexuelle Unlust nicht dein Problem, sondern wahrscheinlich die Partnerschaft. Aber wenn, sagen wir mal, es gibt eine sexuelle Unlust, eine sexuelle Ermüdung, eine sexuelle Müdigkeit, wie kann man da dagegen vorgehen? Und da habe ich jetzt drei Tipps für dich. Tipp Nummer eins ist, reinige dich aus. Und das meine ich im energetischen Sinne. Man nimmt tagtäglich so viele Informationen auf, so wie wir jetzt, ja gut, Sommer ist, so wie wir jetzt schwitzen den ganzen Tag über, wie wir Staub ansammeln, der abgeduscht gehört. Genauso nehmen wir energetisch Dinge auf. Das ist jetzt nicht tragisch, das ist völlig normal. Da tapsen wir immer wieder mal wo rein und übernehmen einfach ein paar so Themen. Genauso wie Leute Energie von dir übernehmen. Also das ist ja keine Einbahnstraße, sondern meistens lagert man ja selber auch was aus. Deshalb würde ich immer empfehlen, reinige dich aus, denn diese Energien können halt einfach Kraft kosten. Das kannst du ganz einfach machen mit einer Dusche, wo du dir dann auch vorstellst, dass auch das Energiefeld gereinigt wird. Und wenn du nicht so gut bist beim Vorstellen, reicht einfach wirklich mal duschen oder ein bisschen mit Salz auch abbaden, zum Beispiel Salz in das Badewasser geben. Und dann merkst du dann auch schon, dann reinigt sich das Energiefeld ganz von selber mit. Und du wirst merken, du bist dann mehr bei dir und hast vielleicht wieder mehr Lust auf Sex. Der zweite Punkt für die Sexualität ist natürlich, Zeit und Raum für Sex zu schaffen, ganz bewusst. Gerade, es gibt halt Zeiten, da hat man mehr Termine, da gibt es viel zu tun, aber dann muss man sich mit dem Partner, mit der Partnerin ganz bewusst mal rausnehmen und sagen, da haben wir Sex. Das ist jetzt unser Tag, unser Termin, wo wir miteinander schlafen werden und das machen wir auch gemeinsam. Und da nehmen wir uns auch ganz bewusst die Zeit dazu. Und das ist insofern wichtig, weil ja Sex in dem Sinn jetzt nicht lebensnotwendig ist, sondern kann ja relativ leicht übergangen werden. Gerade in unserer verkopften, gedankenvollen Gesellschaft, sorgenvollen Gesellschaft, da zieht sie die Energie richtig aus den Lenden raus. Ja? Also von unten raus, rauf in den Kopf. Also da brauchen wir uns nicht vorstellen, also brauchen wir uns nicht wundern, dass natürlich diese Unlust da entstehen kann. Also das wäre so mein zweiter Tipp, Zeit für Sex haben. Der dritte Tipp ist einfach wirklich, entspann dich. Und entspann dich auch in dir alleine. Spüre in dich rein. Ich habe genug Übungen zum Erden oder zum Meditieren. Da gehört die Ausreinigung durch, aber entspann dich wieder. Es ist wichtig, dass du sagst, ich bin im Hier und Jetzt in meiner vollen Kraft, in meiner vollen Lust, in meiner vollen Sexualität. Und dann wirst du merken, wird auch das Wurzelchakra, Nabelchakra wieder aktiver und da kommt dann auch wieder mehr so diese Lust, diese Triebhaftigkeit dazu. Und dadurch
belebst du auch wieder so diese Sexualität. Sollte das jetzt nicht so helfen, dann habe ich noch einen Bonustipp für dich. Achte vielleicht auf sexuelle Hoppalas der Vergangenheit oder wo du dich gekränkt oder zurückgewiesen gefühlt hast in deiner Partnerschaft, weil das ist oft auch nur eine Kleinigkeit, ein Missverständnis, wo man dann Angst hat, wieder zurückgewiesen zu werden und deshalb auch auf der sexuellen Ebene verschlossen bleibt. Kann man dann gut auch rausarbeiten auf der energetischen Ebene. Ja. Das wären jetzt meine Tipps für mehr Lust im Leben, dass du nicht wieder sagst, was, schon wieder Sex oder ich habe eigentlich gar keine Lust. Und immer dran denken, Lebenslust und Lebensfreude und sexuelle Lust, die gehören zusammen. Das gehört zusammen, weil dann kannst du das Leben, deinen Körper richtig genießen. Und ich wünsche dir viele, viele prickelnde Stunden mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Oder wenn es nicht anders geht, auch gerne mit dir. Und ja, hab eine gute Zeit. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Teile das Video, lass mir einen Daumen hoch da. Schreib mir was in die Kommentare, wenn du ein Thema für ein Video hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit, hab viel Freude und bis nächstes Mal. Tschüss.